Eins, zwei, drei. Im Auto. Na, wer errät es? Richtig. Wir sind wieder unterwegs. Hey. Zum Flughafen. Ich fahre hin, Oma Renate fährt das Auto zurück. Das ist sehr nett von ihr. Danke, liebe Oma Renate. Gucken, dass wir alle im Bild sind. So, jetzt passt das. Werde ich bestimmt nachher Muskelkater haben. Ja, wir sind wieder unterwegs. Wie Robert gerade schon so schön sagte, zum Flughafen. Wo geht's denn diesmal hin? Lasst euch überraschen. Ihr habt es im Titel gelesen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht nennen wir das mal. Vielleicht machen wir eine Überraschung. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Also, ich zeig euch mal, mit was für einem Wetter wir hier starten. Kann man es erkennen? Guckt euch das mal an der Scheibe da. Ist es grau? Das wollen wir lieber nicht sehen. Da sind Regentropfen. Da sieht man noch mehr Regentropfen. Das ist original Hamburger Schmuddelwetter. Wir haben hier jetzt 17 Grad und da, wo wir ankommen, sind 27 Grad. Das heißt, die Herausforderung war, ein Outfit zu finden, was den Temperaturen hier gewachsen ist, den Temperaturen am Zielort gewachsen ist und es muss flugzeugtauglich sein, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege immer so mega Bauchschmerzen im Flugzeug. Ich nehme schon immer Buscopan, um ein bisschen alles zu beruhigen und so. Aber also für mich ist es immer nicht schön. Ich weiß was, was hilft. Ja, es darf halt einfach nicht auf den Bauch drücken. Also muss es bequem sein. Challenge angenommen. Ich denke, ich werde sehen, mal gucken, ob ich es gut gemeistert habe. Aber mir ist ein bisschen kalt an den Füßen, weil ich habe jetzt hier nur so Ballerinas an. Und das ist ein bisschen kalt. Nur habt ihr Tipps gegen Bauchweh im Flieger? Hast du einen Tipp, Oma? Pfefferminztee. Den habe ich jetzt nicht da. Da kannst du ja bestellen im Flugzeug. Ja, hatte ich auf den letzten Flügen auch, weil man da ja nichts mehr bekam anderes. Ja, ich bestelle aber nicht für 2,50 Euro Tee im Flugzeug. Ne? Besser wie gar nichts. Hilft es dir denn immer? Hast du Bauchweh im Flugzeug? Nein, ich tue das so aus Gesundheitsgründen. Ja, man sagt ja immer so, man soll 2 Tage vorher nichts essen, was blähend. Dieses Wort ist schon so. Naja, also was blähend im Magen oder im Bauchbereich sein kann, also keine blähenden Lebensmittel, so jetzt habe ich das Wort, halt Schonkost sozusagen 2 Tage vorher. Aber meistens sieht unser Speiseplan leider irgendwie immer gerade dann so aus, dass wir irgendwelche Sachen essen, wo man denkt so, mal gucken, ob es gut geht. Ja, naja, dann habe ich auch selber Schuld. Wie? So, was hört das jetzt hier? Darf man das? Roller mit Anhänger? Ja, gar kein Kennzeichen. Wo ist denn ein Kennzeichen? Ja, genau. Ist ja wie im Werner-Film hier. Sportlich, sportlich. Gut, okay, Leute. Mein Arm wird schwer. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gesabbelt. Genug, um die Fahrt ein bisschen zu verkürzen. Und wir melden uns, denke ich, würde ich sagen, wenn wir wieder da sind. Wenn wir wieder da sind. Ja, tschüss, wir sehen uns jetzt eine Woche nicht mehr. Nein, wir melden uns, wenn wir am ersten Stop sozusagen angekommen sind. Bis gleich. Abflug! Tschüss. Danke, liebe Oma Renate, fürs Herfahren. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss, Corinna. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Nein. Was sagst du? Was sagst du? Viel Spaß und viel Erlebnisse und schönes Essen genießen und alles drum und dran. Und nicht so doll, sagt sie. Na, das können wir nicht ganz versprechen. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Herbringen. Tschüss. Tschüss. Ah, den dürfen wir noch nicht vergessen hier. Oder die, besser gesagt. Tschüss, Baby. Das nicht, Mama. Die fährt jetzt mit der Oma Renate nach Hause. Oh, sei schön artig, Baby. Pass schön auf die Oma Renate auf. Oma Renate, pass schön auf Baby auf. Ja, Marco.
machen wir nicht. Also, wir telefonieren. Tschüss. Das tut Corinna am Herzen weh. Praktisch hier am Hamburger Flughafen, gleich eine Kofferwaage. Frierst du? Ja. Bald vorbei. Oh, Corinna, das ist aber knapp. Nö, hast du noch 5 Kilo. Und jetzt die alles entscheidende Frage. Nach 23. Weg mit dem Koffer. Stell du dich mal darauf. Jetzt wollen wir es wissen, Corinna. Ui, hast du zugelegt. Das ist nicht fair. Die zapft noch schnell ein Wasser. Mein Lieblingstier. Der Zapfhahn. Oh Leute, ihr habt die besten Sachen verpasst. Ey. Ein Chaos beim Check-in. 3 Flüge, keine Ahnung wie viele Passagiere, 2 Schalter. Da ist Chaos vorprogrammiert und Ärger und Wutausbrüche und alles. Leute rumgeschrien da und die Nerven verloren, gedrängelt und sonst was. Genau, wir durften dann vordrängeln, weil unser Flug gleich geht. Dann durften wir bei der Sicherheitskontrolle in die Fastlane. Also sind da auch schon mal schön die Schlange umgegangen. Und weil wir jetzt noch so viel Zeit hatten, hat Robert eben noch mal schnell ein T-Shirt anprobiert. Das passt aber nicht. Wasser. Aber das darf ja nicht fehlen, das Wasser, ne? Also dabei sind noch nicht mal Ferien oder so. Oh, Entschuldigung, ich bin hier ins Wort gefallen. Macht nichts, alles gut. So viel Zeit. 5 Minuten ist Boarding. Ja, das Ding ist ja, das Boarden dauert ja auch eine halbe Stunde, ne? Dann kommen wir wenigstens ohne Schlange und ohne Stress an unseren Platz. Also ab jetzt können wir langsam zur Ruhe kommen. Urlaub. Ich muss pipi. Jetzt wird's ernst. Flieger steht schon bereit, aber da steigen noch welche aus. Unser Flieger steht schon bereit. Wir kämpfen uns Hindernis für Hindernis vor. Jetzt kommt die nächste geschlossene Tür. Ich bin noch nie als Erster in ein Flugzeug eingestiegen. Das ist ja aufregend. Immer noch nicht. Jetzt. Sesam öffnete. Das ist so cool. Wir sind die Ersten. Ja. Juppie. Wir sind im Flieger. Yay. Wir haben es geschafft. Jetzt ist es erstmal Zeit für einen kleinen Snack. Corinna, gibst du mir die Chips? Aber ich muss dir was sagen. Ich hab schon genascht. Ah. Ja, ein bisschen hat es ja übergelassen. Bobby! Guck mal, wie viel Beinfreiheit ich habe. Das ist was anderes als wie bei Air Arabia, ne? Das ist ja fast ein XXL-Sitz hier. Man gönnt sich ja sonst nichts. Na, ich hoffe, es schmeckt ja. Hast du Soße drauf gemacht? Ja, das heißt du. Dün, dün. Warum tust du das? Ess die Alufolie nicht mit. So ein bisschen Fail. Guck mal, man kann den Piloten sehen. Oh, fast. So weit vorne im Flugzeug saßen wir bisher auch noch nicht. Kann man den Piloten fast auf die Finger gucken? Das ist mein Proviant. Und jetzt noch den guten. Aus Ägypten. Miau. Aus der Senso Mall. Du bist ja gar nicht das Biester. Äpfel essen. Reißt du das jetzt wie so ein Tiger auf? Und brüllst dabei? Das sieht aber gut aus, ne? Sag mal. Mmh. Bisschen alt schon, ne? Bisschen trocken. Guten Appetit. Jetzt geht's los. Guck mal, Leute, ist das nicht süß? Ein kleines Lunchpaket von Eurowings. Immerhin, ne? Da war jetzt dieser Kuchen bei, der soll mit Apfel sein. Und ein kleines Wasser. Und Robert hat ein Käse-Sandwich genommen. Mal gucken. Ich darf was essen. Aha. Mal gucken, wie schmeckt es. Robi hat nur das Wasser genommen. Schmeckt? Aber das ist auch ein ganz edler Topf. Das ist der Landeanflug. Ja.
Und jetzt erstmal einen Abstecher zum Bierkönig Corona, oder was? Für die einen beginnt jetzt der Urlaub, für die anderen hört er hier auf. Für uns fängt er jetzt gerade an. Wir sind gelandet. Wir sind auf Mallorca. Und wir suchen jetzt gerade uns den Weg zu unserem Koffer zu bahnen und dann geht's weiter. Dann werden wir abgeholt per Shuttle. Jetzt heißt es nur noch Koffer einsammeln und dann geht's weiter. Ihr wisst immer noch nicht, wo es hingeht. Lasst euch überraschen, es bleibt spannend. Da sind unsere Koffer schon und weiter geht's. Wir haben es gleich geschafft. Mit mindestens einer Stunde Verspätung. Heul doch. Nee, nicht im Mund. Und deswegen habe ich Zwiebellook. 30 Grad, Sonne, es ist warm. Wir müssen gucken. Hier, wir sind schon an unserem Bus. Gib mir einen Kuss. Nah am Ziel. Gib mir einen Kuss. Du kannst ja lachen mit mal. Sehe ich das erste Mal lachen? Aha, sehr witzig. Überhaupt? Nein. Je in unserer Beziehung. Seit langer Zeit. Ah, die Konkurrenz. Was soll das jetzt sagen, wenn der TUI-Bus AIDA überholt, Corinna? Aber jetzt hat AIDA TUI überholt. Aha. Ja, will dir darauf einreiben. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Oh, jetzt haben wir uns verplappert. Hier regnet es auch, Corinna. Auf Mallorca. Also zumindest hier im Bus. Ja, wir können ja mal die Klimaanlage ausmachen, dann hört es auf. Das Mittelmeer. Da war schon mal das Wasser. Und gleich haben wir auch ein Schiff.